Kevin Rüeg, ihr seid in Belgien angekommen. Seid ihr gut angekommen? Ja, sehr gut angekommen. Haben gerade ein bisschen Restzeit gehabt, nachher im Hotel, um uns ein bisschen erholen. Und nachher ja, da ist das Abschlusstraining gekommen und ich denke, sie sind sehr fit. Morgen steht ein wichtiges Spiel an. Wie ist die Stimmung im Team? Ja, auf jeden Fall sehr positiv. Ich glaube, wir haben das Gelächter, aber trotzdem auch Fokus, den wir spüren. Und ja, ich glaube, jeder ist da gewillt und bereit dafür, morgen alles zu geben. Also eine gewisse Lockerheit ist gleich noch da, aber der Druck ist ja schon auch ein Thema. Wie gehst du persönlich mit dem um? Ja, der Druck ist jedem seine Sache. Also bei mir ist es so, dass ich das jetzt probiere auszublenden. Und bis vor dem Spiel wirklich eigentlich gar nicht gross an das denken. Und dann, wenn ich dann da im Stadion meinen vollen Fokus aufs Spiel habe, mich nur auf das zu fokussieren und dafür alles andere im Umfeld auszublenden. Jetzt habt ihr hier das Abschlusstraining im Stadion gehabt. Kannst du schnell erklären, was passiert in so einem Abschlusstraining? Wie intensiv ist das? Was macht man da genau? Geht man nochmal die Taktik durch? Oder ist es einfach so ein bisschen den Boden, den Rasen spüren? Nein, auch ein bisschen die Stimmung aufbauen, untereinander im Team, sich einander spüren, um ja, nachher das so gut wie möglich morgen auch auf den Platz zu bringen. Und das geht sicher ein bisschen um das im Abschlusstraining. Und ja, klar, ein bisschen im Stadion den Rasen spüren, wie es dann da morgen wird sein mit den Zuschauern, kann man jetzt da nicht simulieren. Aber ja, so gut wie möglich da alles mal, was man mit dem Ball machen kann und ohne sicher auf den Platz zu bringen. Und das Stadion, das dürfte gut gefühlt sein morgen. Es ist ein rechter Kessel. Was ist dein Eindruck? Ja, ich glaube schon. Wir haben ja schon gesehen im Hinspiel, dass die Anderlecht-Fans gut angereist sind. Ich glaube morgen auch mit den IB-Fans, wo recht viele da wird sein. Und ja, ich erwarte ein recht volles Stadion und gute Stimmung. Im Heimspiel habt ihr ziemlich losgelegt wie die Feuerwehr. Wie geht ihr morgen in den Match jetzt auswärts? Ja, sicher haben wir da unsere Taktik. Und wenn nicht gerade alles in die Waagschale rühren von Anfang an, alles nach vorne rühren. Sondern wir nehmen uns die Geduld, dass wir ja, wissen, dass es bis zu den letzten Minuten kann sein kann, dass wir das Spiel entscheiden können, das Goal machen können. Und da werden wir sicher ja, clever das angehen. Was müsst ihr besser machen als im Hinspiel? Ja, sicher besser, dass wir manches Goal bekommen. Und dann schiessen wir sicher rein. Das haben wir bis jetzt immer gemacht und dann sieht es gut aus. Gut, wir hoffen das Beste und wünschen viel Erfolg. Hopp, danke vielmals. Merci.